Good evening, ladies and gentlemen. My name is Santa Claus. Good evening and welcome to the 11th edition of Gansch at Home. At home tonight at my musical home, the Vienna Konzerthaus. Beautiful, great hall with a great history. Everybody played here. Stravinsky played here. Richard Strauss played here. Gustav Mahler played here. And now we play here. Wieder, Gansch and Paul for this special Christmas edition of Gansch at Home. I hope you are watching this at home cozy yourself, and please remember this is not a free show. It is
a show which we try to make a living with this show, and with us, all the people who are working on the show. If you're watching the show now on Facebook, if it's still airing there, I hope they didn't turn us off already, or on YouTube, please come over to this internet address. It's www.ganschathome.com, where you can watch it in the highest quality without any interruptions, without any inserts, and with a pay button on the side. The principle of the show is pay as you wish. If you like it, pay something. If you hate it, pay something. And if you can't afford to pay anything, just let us lift you up. And if you could pay, but you decide not to, you should sleep very badly in the future. Thank you very much. Now, in German, guten Abend, Damen und Herren, zu unserer Weihnachtsshow. Mein Name ist Karl Marx. Ich habe mich heute mit meinen Kollegen hier eingefunden für die 11. Folge von Gansch at Home. Gansch at Home findet heute in meinem Zuhause, dem Wiener Konzerthaus, statt, wo ich immer wieder gespielt habe und auch bald wieder spielen werde, hoffentlich, wenn diese Zeit vorbei ist. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher. Wie immer gilt, es ist kein Gratiskonzert. Wir haben ein Programm für Sie erarbeitet heute und Sie können sich das anschauen und dann können Sie was dafür zahlen. Sie sollten dafür was zahlen, wenn Sie es lieben, natürlich gern. Wenn Sie es hassen, dann ungern, trotzdem zahlen. Wenn Sie nichts haben zum Zahlen, was ja auch vorkommen kann, wie wir wissen, dann lassen Sie es sich einfach gut gehen, hören Sie es sich an und vielleicht hilft es Ihnen ja im Leben weiter. Und wenn Sie zahlen könnten, aber sich entscheiden, es nicht zu tun, dann bitte schlafen Sie sehr schlecht. Und haben Sie keine schöne Weihnachtszeit, die wir ja heute feiern wollen an diesem Adventfesttag. Wir haben nach dieser fetzigen Eröffnung von Stevie Wonder jetzt ein sehr ruhiges Programm zusammengestellt. Und lehnen Sie sich alle zurück und hören mal ein bisschen in uns hinein. Wir beginnen mit einem Andante von Wolfgang Amadeus Mozart. Das hat er für ein mechanisches Klavier komponiert. Und Köchelverzeichnis 616. Viel Vergnügen. Moment, ich muss noch was auslassen. Thank you.
Peace. A long Stickel. Das Stück verfolgt mich übrigens seit 17 Jahren. Ich habe das mal im Internet gefunden und es war nur ein halbes MP3-File und es hat mich seitdem fasziniert, weil es ist so unglaublich toll geschrieben und es kommt mit so wenig Stimmen aus und es ist trotzdem alles drin. Und ich habe das erst vor 2 Jahren rausgefunden, was das ist, nämlich durch eine App. Die wunderbare App Shazam, kann man ruhig einmal Werbung machen dafür, wenn Sie Musik nicht kennen, nehmen Sie Shazam, halten sich der Musik entgegen und es sagt Ihnen in kürzester Zeit, was das ist. Und dann wissen Sie und auch ich, dass das ein Stück für ein mechanisches Klavier ist von Mozart. Faszinierend. Wir wollen jetzt kurz noch was Ruhiges machen über die Stadt Wien, weil vor einem Monat war ein furchtbarer Anschlag in Wien. Da hat ein bemitleidenswerter und furchtbarer Mensch, der wahrscheinlich nie geliebt worden ist und dem ein Haufen Blödsinn erzählt worden ist und der auch sicher nicht besonders gebildet war, sich gedacht, er geht jetzt einfach mit einer Waffe in die Stadt und schießt auf wahllos auf Leute und im Glauben an irgendetwas Überirdisches oder irgendein Fantasiewesen. Und, oder weil es einem einfach nicht gefallen hat, wie wir leben. Und das hat mich furchtbar erschüttert, uns alle hier. Ich wohne dort auch ganz in der Nähe. Und wir wollen jetzt im Andenken an die Opfer und als Würdigung der Wiener und dieser Stadt 3 Stücke spielen. Von Wiener Musik und vielleicht die Message mitschicken, egal wie sehr man sich einbildet, dass man andere Leute durch Gewalt ändern kann, man kann sie nicht durch Gewalt ändern. Es geht nicht. Wir werden unser Leben deswegen nicht verändern, weil irgendwer an irgendwelche Fantasiemaxeln glaubt und deswegen zum Schießen anfängt. So geht's nicht. Deswegen hören Sie jetzt hintereinander. Stimmst du mit mir überein? Ich stimme mit dir überein. Gott sei Dank. Bitte schön. Deswegen spielen wir jetzt eine Trilogie an Wiener Musik mit einer kleinen steirischen Ergänzung am Schluss, die aber für Wien auch besonders gilt. Also 3 bis 4 Stücke zu Ehren von Wien. Sie hören zuerst Feigen aus Wien. Sagst du den Komponisten, dann kann ich umbladeln. Ja, der Thomas bladelt inzwischen um. Es war interessant, in unserem letzten Programm haben wir den Wiener Block immer
mit dem Rosenkavalier begonnen und der Thomas hat, wurde nicht müde zu erwähnen, dass die schönsten Wiener Stickeln von zum Beispiel an Deutschen geschrieben worden ist. Und Feigen aus Wien in alter Tradition, jetzt wird es nämlich noch wilder, Richard Strauss konnte ja wenigstens komponieren, aber der Komponist des nächsten Stückes behauptet von sich überhaupt nicht komponieren zu können. Er ist auch kein Komponist, sondern er ist ein Feigenzüchter aus Alt-Lussheim. Und der hat dieses Stück mit seinen zwei Fingern in ein Klavier geklopft, also in ein mechanisches Klavier, nehme ich an. Sein Name ist Christoph Seiler und deswegen habe ich in diesem Stück den Titel Feigen aus Wien gegeben, weil es wahnsinnig wienerisch klingt, obwohl der Komponist nicht von hier ist. Bye.
denk immer nur, blöds gewissen best zu. Ich bin doch ein Mensch und kein Geist. Ich hab die schönen Madeln nicht erfunden. Der gute Weih ist auch nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an den gewissen Stunden, wenn man vor Glück was aus der Haut vorn geht. Ich hab die ersten Gang nicht machen lassen. Ich hör's nur für mein Leben so viel gern. Und wem's nicht recht ist, er soll trüb, soll blosen. Und soll sie bei dem Herrn da unbeschwert. Thank you.
Ja, gestern war ich wieder gut in Form. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergeb, schwör ich mir ferngesteuert, sofern den Tag ich überleb, es wird nie mehr gefeiert. Morgen, ja morgen fang ich an das Leben an, und wann nicht morgen, dann übermorgen, oder vielleicht erst irgendwann, fang ich wieder ein neues Leben an. Doch wie ich um die Ecken komm, seh ich mein Stammlokal, und wieder hab ich keine andere Wahl. Da Franz, der Joe, der Ferdinand, sind auch schon wieder da. Ja, was macht denn schon ein Achtel oder zwei? Beim fünften Achtel quält mich noch der Gewissensbiss. Doch was so ist, wenn dieser Tag sowieso verschissen ist. Jetzt alle. Morgen, ja morgen fang ich an das Leben an. Und wann nicht morgen, dann übermorgen. Oder vielleicht erst irgendwann, fang ich wieder ein neues Leben an. Es ist 4 Uhr in der Früh. Ich ruf mein Schatzel an und zärtlich lalle ich ins Telefon. Du Mause, innen hängen bleiben, was denn? In mein Lokal. Doch, es war bestimmt das letzte Mal. Ich schwör's schon, die Hauptsache ist, wir lieben uns, was der, dass ich sie mag. Drauf sagt zu mir mein Mauselein, hoch zu, was ich dir sag. Morgen, ja morgen, fang ich an das Leben an. Ganz sicher morgen, nicht übermorgen. Saufen kann. Ja, danke schön für den Applaus. Man kann ihn bis hierher hören. Er kommt durchs Objektiv, ganz deutlich. Das war natürlich am Schluss von der EAV. Now I'm doing another announcement in English. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Again, my name is Gustav Klimt. You can see this by the bald spot on my head and the shiny clothes. We played a block of Viennese and Austrian music to honor Vienna, the city, its people, and the victims of the terror attack. We had a terrorist attack a month ago here. And yeah, I don't want to talk about it anymore because we shouldn't talk about terrorists anyway, because that's all they want us to. So, now we play some Baroque music arranged by Professor Leonhard Paul, the man to my right, which is your left. Please, an applause for Professor Paul. And we play this music together with Professor Albert Wieder, the man on my left, your right. Please applaud. And while you applaud for us, please think about also paying for us. If you're watching this on Facebook, if they still have us on the air,
Maybe they shut my account down already. We don't know. We will see after this broadcast or on YouTube, and you like it there, then please follow the links to pay, like the PayPal link or the bank account link. And if you want to see this in the best, highest quality and have a very nice pay button next to the screen and no inserts like that, then follow this insert. It's called www.gansch@home.com. Thank you very much. Now, the chacon. Long piece, very long piece. If there's water in the horn, it's gonna be a disaster. Thank you.
Ja, das war eine Chaconne von Henry Purcell und die hat der Professor für uns arrangiert. Sie haben vielleicht bemerkt, das Stück war lang. Deswegen werden jetzt die Ansagen wieder öfter kommen. Wir kommen jetzt zu einem weihnachtlichen Stück und zwar ist es ein Stück Programmmusik von mir selbst und es beschreibt den nächtlichen Weg des Weihnachtsmannes mit seinem schweren Sack hinauf zum Schornstein. Das Stück heißt Walking Late and Heavy. Das habe ich jetzt frei erfunden, das Stück handelt überhaupt nicht davon, aber es passt irgendwie. Thank you.
Might wonder why does a composition by Thomas Gansch sound that jazzy? Well, I love jazz. I just love jazz. I grew up with Austrian umpa music, and then I heard, I saw Dizzy Gillespie on TV, and that changed pretty much everything. And besides Dizzy and all the other greats, there is one man who is responsible for me trying to get better and better, but also failing. He's also responsible for that, because this man is Wynton Marsalis. Because one of the last gigs before all of this shit hit the fan, I'm sorry to say, was here, and I was invited here to sit in with the Lincoln Center Jazz Orchestra. Hi, by the way. Hello, guys. I really hope you come back soon, but it's gonna take a while, I guess. It was right on this stage, and it was one of the greatest experiences in my professional career. And well, we send our love. We are really happy that you voted for the other guy, and let's see if the other guy admits that he lost. We'll see. However, now we play for you a standard by Junior Mans called Jubilation. Thank you.
Jubilation. Und jetzt wird's noch einmal richtig weihnachtlich. Weihnachten steht ja vor der Tür. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir Musiker und beschäftigungslos. Wenn Sie wollen, dass das Christkind auch uns etwas bringt, dann nutzen Sie die Möglichkeit. Sie wissen, was zu tun ist. Sie haben ein gutes Herz. Bam, Alter, wie man in Wien einmal gesagt hat. Und jetzt zwei Stücke hintereinander. Das eine kennen Sie alle, das andere kennen Sie nicht. Ich möchte mich aber nicht weiter dazu äußern. Hören Sie einfach zu. Beides ist einfach super Musik. Wieder habe ich das Problem. Das Wasser. Kondenswasser, bitte keine Aerosole. Kondenswasser hat sich gebildet, das muss man rauslassen. Man muss es rauslassen. Lassen Sie es raus, meine Damen und Herren. Und auch in diesem Instrument ist Wasser. Well, a lot of water and a lot of horns. I'm sorry to bother you. I have to get the water out. And now, we're ready in 2, 1. Thank you.
Das war ein wunderschönes brasilianisches Stück von Abel Ferreira. Der Leonhard hat es arrangiert und es heißt Corando Baixinho, glaube ich, spricht man das aus, zu Deutsch. Leise weinen. Das tun ja viele momentan, weil wenn man zu laut weint, dann verbreitet man zu viele Aerosole. Wir kommen jetzt zum Ende, schön langsam. Dankeschön fürs Zuschauen. Der Albert war so nett und hat ein Stück arrangiert, das vielleicht zu den schönsten der Popgeschichte zählt. Es ist von Billy Joel und es heißt And So It Goes. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.
Billy Joel. Ich hoffe, das Stück bringt Sie gut durch den Advent, durch die Weihnachtszeit. Vielleicht bleiben wir heuer alle zu Hause, wenn die Geschäfte wieder aufsperren. Vielleicht nehmen wir ein bisschen was mit von der heimeligen Stimmung. Wer weiß. Aber wahrscheinlich geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Ich hoffe, wir sehen uns in Wien, in einem Club, zum Beispiel im Jazzland. Ich würde von 14. bis 19. Dezember dort gerne spielen. Und am 21. würden wir hier im Wiener Konzerthaus singen und spielen. Der Leonhard und ich. Außerdem habe ich hier einen Zyklus, ein Abo. Es gibt ein Thomas Gansch Abo. Das beginnt am 21. Dezember, so Gott will. Oder wer auch immer das entscheidet. Und das ist ein Zyklus über 6 Konzerte. Es ist Nozilbras dabei, es ist Benny Schmidt dabei, es ist die Blasmusik Supergroup dabei und es ist ein Projekt mit dem Herbert Pixner gemeinsam dabei. Ich kann das alles wärmstens empfehlen. Wir werden uns die Seele aus dem Leib musizieren, so wie immer. Sie haben es ja gesehen und gehört. Wir tun, was wir können, manchmal auch weniger. Und ich hoffe, Sie hier bald begrüßen zu können. Es spielten für Sie Albert Wieder, der wunderbare Albert Wieder an der Tuba. Einen dicken Applaus. Die Leute klatschen noch. Du musst noch einmal aufstehen. Danke, danke, jetzt ist genug. Danke. Nein, pst, aus. Danke. Gut, die Burgenländer. Und Professor Leonhard Paul. Und mein Name ist David Letterman. Dankeschön fürs Zuschauen. Thomas Gansch sagt auf Wiedersehen mit Jack Mangione, so wie wir das immer machen, allerdings mit einem anderen Lied. Thank you.
Thank you very much. Dankeschön. Don't forget to pay, because we are counting on you. Vergessen Sie nicht, was zu zahlen. Wir haben so lieber als ohne. Dankeschön. Noch einmal Professor Paul, Professor Wieder, Professor Gansch. Gansch at home. 11. Kommen Sie wieder an Silvester, meinem Geburtstag, zum Gansch at home Birthday Bash. Was auch immer das sein wird, ich weiß es noch nicht, aber es wird feucht fröhlich werden. Und es wird auch so stattfinden, dass Sie mit uns mittrinken können, zumindest in den eigenen vier Wänden. Zugabe haben wir noch, kennen Sie alle, braucht man nichts dazu sagen. Arrangiert hat es der Professor Paul, wie so vieles. Und wir wünschen Ihnen allen noch eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit. Vielleicht ist es ja diesmal wirklich besinnlich und nicht besinnungslos. Auf Wiedersehen.